Das Leben in der digitalen Welt verändert natürlich unsere Art, mit Informationen umzugehen. In der Antike zum Beispiel wehrte sich Sokrates dagegen, die philosophischen Diskurse mit seinen Schülern aufzuschreiben, weil er meinte, dann verlieren sie die Fähigkeit des genauen Erinnerns. Es gibt von Sokrates kein überliefertes Schrifttum. Sehr spannend, weil heute wird ja alles gegoogelt direkt. Ja. Wie anders ist das heute? Ja. Wir müssen uns gar nichts mehr merken und an nichts erinnern. Wenn wir mit dem Auto von A nach B fahren, dann müssen wir nicht nachdenken, wie war das noch, wo muss ich da abbiegen? Mit dem Falk-Stadtplan auf den Knien. Heute haben wir Google Maps oder sowas ähnliches. Wir können überhaupt alles nachschauen, was wir nachschauen wollen. Wir müssen nur wissen, wo man nachschaut und wie man nachschaut. Die Kehrseite ist natürlich ein Mangel an gespeichertem Wissen, das uns bei gedanklichen Assoziationen fehlt. Diese Assoziationen sind spontane gedankliche Verknüpfung von verschiedenen Gedächtnisinhalten. Und das prägt unsere Persönlichkeit und auch unsere Intelligenz. Und wenn wir keine Gedächtnisinhalte mehr haben, dann können wir auch nicht assoziieren, und Einschläge in die Intelligenz gibt es dadurch auch. Wir können nicht mehr intelligent verknüpfen, wenn wir nichts in unserem Gehirn haben, was verknüpft werden kann. Die permanente Überflutung von Informationen aus den sozialen Medien und dem Internet im Allgemeinen generiert in unserem Gehirn einen Zustand ständig erhöhter Aufmerksamkeit. Und weil es immer mehr wird, was auf uns einstürmt, ist unser Stresssystem in einem Zustand andauernder Überaktivität. Das stört uns beim Konzentrieren. Diese Begleitung durch soziale Medien stört uns auch beim Arbeiten und vor allem solchen Arbeiten, die hohe Konzentration erfordern. Das Gefühl eines Geisteszustands, in dem man sich vollständig der Lösung eines Problems oder des Verstehens eines sehr komplexen Zusammenhangs sich vertiefen möchte, das, was man Flow nennt und von dem berühmten ungarischen Psychologen Csikszentmihalyi beforscht wurde und gezeigt wurde, dass sich da geradezu in diesem Flow ein tiefes Glücksgefühl entwickelt. Aber es ist nicht nur das Glücksgefühl, sich da vertiefen zu können, sondern er konnte auch zeigen, dass der Mensch in diesem Zustand besonders kreativ und produktiv ist. Das ist ein Zusammenspiel der rechten und linken Hirnhälfte, oder? Verkürzt gesagt. Der Flow, ja, wo immer der Flow sich da im Gehirn ausbreitet, es ist auf alle Fälle ein Zustand, der ein ganz besonderer ist. Und wer den nicht kennt, der hat wirklich was verpasst. Wenn man nun alle paar Minuten auf das Handy schaut, ob da was Neues reingekommen ist, kommt man nicht in diesen Flow. Man wird dieses Glücksgefühl nicht erleben. Nach Csikszentmihalyi benötigt man mindestens 15 Minuten, um in den Zustand einer solchen tiefen Konzentration zu kommen, in den Flow. Erst dann geht es los mit der Kreativität und der Produktivität. Wenige Menschen schaffen das, ohne sich durch irgendwas, vor allem das Smartphone, ablenken zu lassen und sind nicht in der Lage, diesen Flow zu erleben.